Wenn wir vor 10 Jahren in der CDU-CSU-Fraktion einen Kongress über Finanzmarktregulierung gemacht hätten, wäre das Thema gewesen, durch Deregulierung die Attraktivität des Finanzstandorts Deutschlands zu erhöhen. Inzwischen haben wir gelernt, dass wir das Verhältnis von Staat und Markt im Finanzsektor neu definieren müssen. Wir müssen allerdings auch jetzt darauf achten, dass wir das Übermaßverbot nicht aus dem Auge verlieren. Ein zu wenig an Regulierung ist so gefährlich wie ein zu viel an Regulierung. Deswegen versuchen wir die richtige Balance. Wir haben international, national, europäisch seit der Krise mehr, als in der Öffentlichkeit gelegentlich wahrgenommen wird, auf den Weg gebracht. Manches davon zu einem großen Teil auch schon umgesetzt, aber ich will Sie jetzt nicht mit einer Liste der auf den Weg gebrachten Maßnahmen traktieren, sondern ich will einfach ein paar die Schwerpunkte ein wenig im Zusammenhang stichwortartig darlegen. Wir haben die Aufsicht über die Finanzmärkte verbessert. Die nationale Aufsicht war im Rückblick gesehen zu schwach und vor allen Dingen war die grenzüberschreitende Kooperation nicht ausreichend. Deshalb haben wir auf der G20-Ebene Beschlüsse gefasst, die wir jetzt auf der EU-Ebene mit einem neuen System aus 3 Aufsichtsbehörden, und die neuen Aufsichtsbehörden sind hier ja im Panel auch vertreten, und einem besseren makroökonomisch ausgerichteten System Risikorat umsetzen und im Übrigen auf nationaler Ebene mit einer Stärkung der Finanzaufsicht. Wir haben die Anreize für die Akteure auf den Finanzmärkten verändert. Wir wissen, dass zu kurzfristige Anreize in den Vergütungssystemen, dass die Instabilität des Finanzsystems befördern können. Und deswegen haben wir in der G20 beschlossen, die Anreizsysteme in Bezahlung und Vergütung von Bankmanagern deutlicher am langfristigen Erfolg der Institute auszurichten. Wir haben die Institute widerstandsfähiger gemacht. Die Krise hat gezeigt, dass die Fähigkeit vieler Institute, Verluste zu absorbieren, nicht ausreichend war. Und wir steuern hier mit den Basel-III-Beschlüssen dagegen. Da wird Kapitalausstattung und Liquiditätssituation der Banken verbessert. Wer Chancen auf Gewinne hat, soll auch mit eigenen Mitteln für die Risiken haften. Aber auch da halten wir Maß. Wir achten darauf, dass durch die notwendig strengeren Eigenkapitalvorschriften die Möglichkeiten des Finanzsektors zur Kreditvergabe an die Realwirtschaft nicht gefährdet wird. Gefährdung ist das nächste Stichwort. Es hat sich gezeigt, dass viele Institute national und global so vernetzt sind, dass ein Marktausscheiden ohne verheerende Auswirkungen auf unser Finanz- und Wirtschaftssystem und damit auf alle Bürgerinnen und Bürger nicht möglich gewesen ist. So etwas Ähnliches erleben wir in diesen Tagen in anderem Zusammenhang auch, aber darüber beraten gerade unsere Kollegen in einem anderen europäischen Parlament aktuell. Jedenfalls war der Staat gezwungen, die Institute zu retten oder mit großem Mitteleinsatz geregelt abzuwickeln. Die Too-Big-to-Fail-Problematik, vielleicht auch die Too-Interconnected-to-Fail-Problematik, ist möglicherweise das gewichtigste Problem, das es zu lösen gilt. Denn wir müssen ja darauf achten, dass in der nächsten Krise, wenn sie kommen sollte, nicht wieder die Steuerzahler die Hauptlast tragen. Denn das könnte die Legitimation nicht nur der wirtschaftlichen und Finanzmarktordnung, sondern der demokratischen Ordnung in Gefahr ziehen. Wir haben, der Fraktionsvorsitzende hat es erwähnt, mit dem Restrukturierungsgesetz national einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, sind damit international Vorreiter, schaffen rechtliche Grundlagen, Banken in Krisenzeiten zu restrukturieren und wenn nötig auch geordnet abzuwickeln. Das ist auch, hat eine gute präventive Wirkung, wie wir am Beispiel eines Instituts, der Name fällt mir gerade nicht ein, in den letzten Wochen und Monaten ja erleben könnten. Wir brauchen aber in einer globalisierten Welt darf eine entsprechende internationale Lösung, wenn wir das Problem wirklich effektiv angehen wollen. Darauf wird auf G20 wie auf EU-Ebene mit Hochdruck gearbeitet. Wir müssen neben den Instituten auch die Produkte im Fokus der Regulierung haben. Produkte, von denen Gefahren für die Finanzstabilität ausgehen können. Sie wissen, dass in einer frühen Phase der Debatte ein berühmter Investor mal den Begriff Massenvernichtungswaffen für bestimmte Produkte in die öffentliche Debatte geworfen hat. Damals haben zu wenige
verstanden oder verstehen wollen, was er damit gemeint hat. Wir haben es ein bisschen inzwischen besser gelernt. Der wichtigste Punkt ist die Regulierung des Over-the-Counter-Handels, damit wir zentrale Gegenpositionen haben. Da sind wir auf der europäischen Ebene ein ganzes Stück vorangekommen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir es in der jetzt morgen oder am Freitag beginnenden polnischen Präsidentschaft in Europa weiter voranbringen. Wir haben dann den Schattenbankensektor, denn neben den Produkten müssen wir auch möglichst alle Teilnehmer regulieren. Nicht nur alle Produkte, sondern auch alle Teilnehmer. Also bin ich beim sogenannten Schattenbankensektor, in denen Finanzmarktakteure die Regulierung und Aufsicht verringern oder vermeiden wollen, indem sie ihnen ausweichen. Und das ist klar, je stärker die Regulierung greifen, umso stärker ist die Versuchung, in diese Bereiche auszuweichen. Das ist eine menschliche Reaktion. Finanzpolitiker kennen das aus dem Steuerrecht seit ein paar Jahrtausenden. Schon das römische Recht hat sich damit, Herr Kollege Flossbach, beschäftigt. Der Schattenbanksektor birgt mit seinen großen Kredithebeln und mit der Gefahr plötzlicher hoher Mittelabflüsse bei Nichtbanken Gefahren für die Stabilität des ganzen Finanzsystems. Das muss man im Blick haben. Und weil das so ist und weil im Übrigen die regulatorische Arbitrage der Banken, also die Nutzung von Regulierungslücken durch die Schattenbanken, den Verschuldungsgrad im ganzen Finanzsystem erhöhen kann, ist der Financial Stability Board von den G20-Staats- und Regierungschefs beauftragt worden, Vorschläge zur Regulierung des Schattenbankensystems zu erarbeiten. Und wir rechnen, wir hoffen darauf, dass beim G20-Gipfel im November in Cannes erste substanzielle Vorschläge vorgelegt werden. Ich will dann auch noch das Problem, bei den verbleibenden Problemen die Ratingagenturen erwähnen, die auch keine nur rühmliche Rolle auf dem Weg in die Krise gehabt haben. Da gibt es neue aktuelle Bemühungen, das werden wir möglicherweise auch hier in diesen Stunden diskutieren. Wir müssen die Machtfülle des Oligopols, der drei maßgeblichen Agenturen im Blick haben. Aber wir müssen natürlich darauf achten, die Institute selbst sind nicht frei von Interessenkonflikten. Und deswegen versuchen wir durch den Regulierungsrahmen für die Institute, sie möglichst von Interessenkonflikten freizuhalten. Natürlich ist es auch besser, wenn wir mehr Wettbewerb in das System bringen. Ich hoffe, dass das gelingt. Und im Übrigen kommt aber die Bemerkung hinzu, wir haben es letzten Endes auch selbst als Gesetzgeber in der Hand, wie viel Macht wir den Ratingagenturen geben, denn die Regulierungsrahmen für die Finanzmärkte, die setzen wir ja auch, indem wir für viele Daten eben das Testat von Ratingagenturen geradezu zur Voraussetzung machen. Man sieht an der Arbeit der letzten Jahre und im Übrigen an den noch zu lösenden Problemen, dass wir einen stärkeren Staat oder noch besser eine stärkere Staatengemeinschaft brauchen. Stärkerer Staat meint nicht interventionistischen Staat, sondern starker Staat im Sinne von Walter Eugen ist ein Staat, der den richtigen Rahmen für privates Wirtschaften setzt, was einen fairen, gesellschaftlich produktiven Wettbewerb erst ermöglicht. Den richtigen Rahmen zu setzen, ist ein Kerngedanke der sozialen Marktwirtschaft. Und wenn darauf in den Jahren vor der Krise verzichtet wurde, dann zeigt das nicht eine mangelnde Funktionsfähigkeit der von Marktprozessen, sondern es zeigt Fehler im Regulierungsauftrag, also Staatsversagen, das wir nun zu korrigieren haben. Mit Staat noch einmal meine ich nicht notwendigerweise den Nationalstaat. Es kann genauso die Staatengemeinschaft, es kann Europa oder auch die globale Gemeinschaft sein. Aber eine Regulierung durch politisch legitimierte Organisationen brauchen wir. Weil der Staat zur Stabilisierung des Finanzsystems, auch das muss die Bemerkung muss der Finanzminister machen, erhebliche Lasten auf sich genommen hat, ist seine Handlungsfähigkeit selbst ein ganzes Stück weit reduziert. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten öffentlichen Haushalte zwar vor der Finanzkrise schon alles andere als nachhaltig finanziert waren, aber es hat sich durch die Finanzkrise noch einmal wesentlich verschärft. Deswegen gehört zu den Lehren aus der Finanzkrise ganz zwingend, dass die Aufgabe, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, fortgesetzt wird und nicht durch Einmalerfolge in einem Jahr schon wieder als erledigte Aufgaben angesehen werden. Im einen Land und in anderen Ländern ist nach wie vor eine der größten Unsicherheiten für die Stabilität des Weltfinanz- und Wirtschaftssystems ist die Gefahr
zu hoher Liquidität und neuer Blasenbildungen. Wir sind im Übrigen in der Eurozone jetzt mit Staatsschuldenkrisen konfrontiert. Wir wissen, dass wir auch da daran arbeiten. Deswegen gehört übrigens eine gerechte Lastenteilung zwischen Steuerzahlern und Finanzinstituten notwendigerweise dazu, auch bei der Überwindung der für den Euro sich ergebenden Gefahren, wenn wir die Legitimität unseres Systems nicht gefährden wollten. Auch hier gilt es, die Moral-Hazard-Problematik nicht aus dem Auge zu verlieren. Und wir sind im Übrigen natürlich dabei, dass wir auch mit einer Akzeptanz- und Legitimitätskrise Europas konfrontiert sind. Und das zeigt, dass wir bei der Lösung des Problems auch uns dieser Dimension bewusst sein bleiben. Meine Damen und Herren, wenn es darum geht, verantwortliche Bindung von Freiheit durch kluge Regeln zu ermöglichen, grundlegende Prinzipien und Tugenden wie persönliche Haftung, Übernahme von Verantwortung, langfristig angelegtes Wirtschaften sicherzustellen, dann dürfen Rendite und Risiko in einer marktwirtschaftlichen Ordnung nicht dauerhaft getrennt voneinander bleiben. Wir müssen also durch konsequente, nachhaltige Konsolidierung der Regierungen die Abhängigkeit von den Kapitalmärkten verringern. Wir müssen die Finanzmarktaufsicht in der Branche umfassend verbessern und strenger kontrollieren. Die Banken müssen stärker zu ihrer dienenden Funktion für die Realwirtschaft und einer daran orientierten Geschäftspolitik zurückkehren. Und die Notenbanken müssen sich auf ihre Kernaufgaben, das heißt die Sicherung des Geldwertes, konzentrieren können und also in dem Maße, auch wie sie Krisenländer stabilisieren, aus ihren Unterstützungsmaßnahmen zurückziehen können. Wir haben Fehlentwicklungen durch die Finanzmarktkrise in der Ausgestaltung unserer Ordnung entdecken müssen. Aber die soziale Marktwirtschaft ist eine offene und freiheitliche Ordnung, kann aus Fehlern und Irrtümern lernen und wird aus der Krise erfolgreich und gestärkt hervorkommen. Und deswegen, es ist mehr weltweit in Bewegung gekommen, als man vor der Krise für möglich gehalten hätte. Wir haben konzeptionell mehr als die Hälfte geschafft. Ich will das nicht noch einmal wiederholen, von Basel III bis zu den Beschlüssen der G20. Aber natürlich müssen wir das, was jetzt noch umgesetzt werden muss, weiter umsetzen. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Kraft zu weiteren Reformen, gerade dann, wenn die Krise ein Stück weiter entfernt scheint, nicht verlieren. Wenn wir entschlossen weitergehen, werden wir es meistern. Und deswegen will ich am Schluss noch die Bemerkung zum Titel der Veranstaltung machen. Der klingt so, als wäre die Finanzmarktkrise schon vorbei. Und das, meine Damen und Herren, ist sie nicht. Und solange wir die gegenwärtige Staatsschuldenkrise nicht in den Griff bekommen, wird auch nicht die Finanzmarktkrise ihr Ende finden. Also müssen Staat und Privatsektor ihrer gemeinsamen Verantwortung gerecht werden und am selben Strang und in dieselbe Richtung ziehen. Für Deutschland, für Europa, für die Stabilität unserer Welt. Vielen Dank.